Herzlich willkommen bei SpongeBob SquamKopf Schlacht im Bikini Bottom 100. Hier ist euer Herr Gamer, meine Lieben. Letzte Part waren wir durch den Seetangwald. Jetzt gehen wir in große Krabbe. Wegen Mr. Krabs gesagt hat, den Roboter zu entfernen. Von seinem Fressbude. Doch nichts über den Geruch von Seifenblasen im Morgen. Riecht nach. Ouch! Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Blasenpower! Frisch wie eine Frühlingsbrise. Ouch! Na, ja, nicht so viel. Ja. Also hält mir an, Roboter. Jut! Nimm das! Aha. Bist du in eine unsichtbare Kiste? Pantomime. Mach doch mal, das ist zwei Krambare. Ja, Herr Thaddeus. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Ach so, Eugene. Einen Moment lang habe ich mir schon Sorgen gemacht, Minion. Um mein Geld natürlich. Hier, nimm das als Belohnung. Deine Schatzkiste sieht ziemlich leicht aus, Minion. Meinst du etwa? 100. Ich komme! Komm schon. Der lieber 5000. Wenn man ein Gefühl hat, ist er. Und zwar Wand zu schießen. Alle Neune! Deine Schatzkiste sieht ziemlich leicht aus, mir. So, ab. Lene Holländer. Der Schiffsfriedhof. Irgendwo in diesem gruseligen Durcheinander erwartet uns ein furchterregender Geist. Der fliegende Holländer. Schenke öffnen ist klasse. Wer wagt es, den fliegenden Holländer zu stören?
Ich bin SpongeBob. Ich brauche keine Kekse. Aber ich bin doch gar kein Pfadfinder. Hör mal, Junge, ich bin gerade viel zu aufgewühlt, um dich zu Tode zu erschrecken. Komm. Was ist denn los? Es sind diese verdammten Roboter. Sie haben mich von meinem eigenen Schiff geworfen, haben sie. Von seinem eigenen Schiff geworfen zu werden, ist genauso, als ob dir von einem flüchtigen Bekannten die Unterhose runtergezogen wird. Das ist eine sehr traurige Sache. Und jetzt haben diese Roboter ihr eigenes Piratenschiff und ballern sich gegenseitig weg. Kann ich vielleicht irgendwas für sie... Nun, da du schon fragst, geh auf mein Schiff und benutze die Kanonen, um das Roboterschiff eigenhändig zu besiegen. Noch irgendwelche Fragen? Gibt es diesen wunderschönen Hut auch in Größe 3? Nein, aber wenn du das machst, bekommst du einen goldenen Pfannenwender als Beute. Ist der locker da? SpongeBob an Einsatzleitung. Es kann losgehen. Genau meine Größe. Doch nichts über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Es riecht nach... Sieh, es glänzt! So geht das. Genauer, ja. SpongeBob an Einsatzleitung. Es kann losgehen. Out! Du Reich! Man nennt mich auch Schwamminator. Out! Ja. Grüß meinen kleinen Blasenfreund.
doch nichts über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Das riecht nach... Da. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Daneben. Das ist lecker. Der Schwarm kann ich Haut Splitter kriegt. Alle Neune! 67. Thaddäus! So komisch. Hast du nicht einen silbernen Schneebesen zu besorgen? Nein, einen goldenen Pfannenwender. Was auch immer. Da oben ist einer. Was auch immer es ist, die Antwort ist nein. Nee, nein. Was auch immer es ist, die Antwort ist nein. So. Das mal ist der nächste Part. Vergesst mich nicht. Nicht abonnieren, ein Like da und ein Kommentar zu hinterlassen. Euer Herr Gamerlogan.